Wir machen weiter mit Stefan Ulrich, Informatiker und Philosoph, der am Weizenbaum-Institut für Internet und Gesellschaft hier in Berlin die Arbeitsgruppe... Nicht auf der Bühne stehen, das ist vom Licht her schwierig. Einfach hier vorne hinstellen, am besten da, wo ich stehe, genau. Am Weizenbaum-Institut für Internet und Gesellschaft die Arbeitsgruppe Vertrauen und das Internet der Dinge leitet. Und er hat zwei fantastische Einladungen zu Konferenzen, Veranstaltungen im Gepäck. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Ja, mein Name ist Stefan und ich bin Informatiker. Und in der Informatik kommt man irgendwie nicht umhin, sich mal über die Folgen seines Handelns irgendwie einen Kopf zu machen. Zumindest war das bei mir so. Ich bin in der Arbeitsgruppe für Informatik und Gesellschaft gelandet und das hat mich eigentlich seit damals nicht losgelassen. Und die Frage ist, wie stark greifen wir eigentlich in die Gestaltung einer Gesellschaft ein? Und es geht vom ganz Kleinen los. Ich meine, so eine Dialogbox und man gestaltet die, man programmiert die und dann steht da ja, nein, abbrechen. Warum denn nicht vielleicht oder och nö oder ja, wenn es sein muss oder so etwas. Also es geht im ganz Kleinen los und es geht natürlich auch beliebig weiter. Brave New World, der Titel von Aldous Huxley, ein Roman. Ich hoffe, ihr habt den alle gelesen. Ich sehe hier so halbes Nicken, manche vielleicht Schöne neue Welt. Eine Relektüre lohnt sich, weil das ist praktisch übertragen, den Größenwahn der Informatik mal zu nehmen und dann mal zu übertragen, was heißt das eigentlich für unsere schöne neue Welt. Werden wir irgendwie eine Art von Elite haben, die bestimmt, wo es lang gehen soll? Gibt es Leute, die dann darunter zu leiden haben und so weiter? Wir haben zu einer netten Konferenz eingeladen. Wir, das ist in dem Fall das Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die waren schon mal hier. Die sind erkennbar an dieser Friedenstaube und dem Cyberpeace-Logo. Laden alle zwei Jahre nach Berlin ein. Die FIFCon findet jedes Jahr statt, aber alle zwei Jahre in Berlin. Dieses Jahr unter dem Titel Brave New World, Gestaltungsfreiheiten und Machtmuster soziotechnischer Systeme, um auch die Geisteswissenschaften mitzukriegen, nicht nur die Technikerinnen und Techniker. Es ist Ende September, 28. bis 30. September und wir haben ganz großartige Leute da. Hier ist es etwas groß skaliert, aber ich habe noch ein paar Flyer ausliegen. Ich werde jetzt nicht alle einzeln vorlesen, also ein paar kennt ihr ganz sicher in der Community. Es werden sehr spannende Vorträge. Sie werden auch alle gestreamt, aufgezeichnet, hinterher auch zur Verfügung gestellt. Also danke auch nochmal an den Chaos Computer Club und das VOC-Team, dass das dann auch ermöglicht. Also ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Das andere ist eine sehr unbekannte Konferenz, das ist der Fachbereich Informatik und Gesellschaft. Für die Gesellschaft für Informatik plant eine Tagung zu den Digital Development Debates und die Grundidee ist einfach, dass wir in einem digitalen Entwicklungsland leben. Also wir haben seit 1996 eigentlich die Debatte CeBIT, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen damals, war mal eine wichtige Messe. Da hat mal ein Wirtschaftsminister eröffnet und gesagt, das Internet ist übrigens das nächste große Ding und wir sollten uns politisch mal mit diesem Internet beschäftigen. Seitdem ist eigentlich nichts geschehen. Also wir haben Probleme, das fängt vom Breitbandausbau an bis lächerlich hohe Gebühren, die wir zu zahlen haben. Und die Debatte ist einfach irgendwie stehen geblieben. Wir sprechen 20 Jahre danach immer noch vom Neuland. Und dann haben wir gedacht, na gut, wenn wir das nicht können, dann laden wir doch mal Leute an, die was von Digitalisierung und Politik und Policymaking verstehen. Und haben einfach mal angefragt. Wir haben in Brasilien, dort gibt es ja eine Internetverfassung, den Marco Civio, haben wir das IT-Ministerium angefragt und wir haben eine Referentin bekommen, die uns ein bisschen über die Internet-Governance in Brasilien erzählt. Wir haben das der Fluss vom Digital Asia Hub Hongkong China, um deutlich zu machen, ich sage nicht, dass jede politische Intervention übrigens wünschenswert ist. Also gerade das Beispiel zeigt das. Aber immerhin machen die was. Und wir könnten mal vielleicht auch aus Beispielen lernen, die wir vermeiden wollen. Also alles ist besser als dieses Nichtstun, was wir jetzt gerade haben. Auch Ruanda Smart Africa, ganz großartige Projekte. Digital Africa ist ein ganz toller Dokumentarfilm. Vielleicht zeigen wir den auch im Rahmen. Und schließlich bekommen wir eine externe Perspektive über die Entwicklung in Deutschland. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist,
Blog This Week, also die letzte Woche, da ist sehr viel, da ist nicht nur die Privacy Week Berlin, wie du anfangs gesagt hast, da ist auch noch die Informatikwoche, das heißt, da ist die Jahrestagung der Informatik, die ist leider kostenpflichtig, also wenn ihr irgendwie 300 Euro oder sowas übrig habt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Die anderen Tagungen sind frei, also die Tagung zum Beispiel des Fachbereichs Informatik und Gesellschaft ist kostenfrei, allerdings auf Englisch, eben dadurch, dass wir internationale Speaker haben. Und im Anschluss daran wird es dann die FIFCon geben. Das heißt, das ist so ein, ihr könnt eigentlich alle drei besuchen und nahtlos versuchen wir auch alle mitzunehmen. Und ja, das war eigentlich die ganz kurze Werbung, nur haltet euch die Woche frei und ich würde mich freuen, wenn der eine oder die andere vorbeikommen würde. Ein paar Flyer habe ich noch übrig, danke. Fragen oder Kommentare? Okay, dann so kontrovers war es jetzt auch genau, nicht. Aber kann ja trotzdem die Möglichkeit geben. Okay, dann geht's weiter mit Werbung bzw. einer Einladung. Das mache an dieser Stelle ich, und zwar die herzliche Einladung zur diesjährigen Das ist Netzpolitik-Konferenz am 21. September. Netzpolitik.org kennt vielleicht eine. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, zum 10-jährigen Geburtstag eine Konferenz zu veranstalten, klein und fein damals. Inzwischen ist sie gar nicht mehr ganz so klein. Aber immer noch, ja, doch ziemlich fein. Dieses Jahr zum ersten Mal in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz findet sie statt, im grünen und roten Salon und auf der Hauptbühne, also relativ groß. Das Programm ist auch ziemlich groß. Auch ich werde jetzt nicht alle durchgehen können. Ich will aber mal einen kurzen Blick euch sozusagen empfehlen. Ja, das ist ja super, funktioniert gar nicht. Ja, das ist Netzpolitik-Konferenz. Na gut, okay. Dann nicht. Ich wollte euch eigentlich die Webseite zeigen, aber durch Webseiten klicken ist ja ohnehin immer nur so halb gut. Dann mache ich das einfach mal ohne. Es wird wie immer ein Bund.